Hallo! Viele Camper sind ja mit mehreren Personen in einem Fahrzeug unterwegs. Man hört immer wieder, dass die Leute sich dann zerzoffen und so ein Kram. Und deswegen wollen wir das ausprobieren. Ich habe mir da so zwei Opfer rausgesucht. Guten Tag. Wer bist du? Wie alt bist du? Wie ist dein Bank-PIN-Code? Herr Solano und ich bin schon. Ach du Scheiße. Okay. Name, Lieblingsfarbe und warum ist es rosa? Name, Marc, warum es rosa ist? Ah, rosa ist schon ziemlich sexy. Wie lange bist du im Van unterwegs? Ich bin jetzt im Van unterwegs seit Samstag. Ja, wir sind tatsächlich zusammen unterwegs. Heute Morgen musste ich schon rausgehen, weil ich wollte ihn den Kopf abpacken. Wir sind drei Freunde, die sich schon länger kennen und beschlossen haben, sich für 24 Stunden in das Auto einzusperren, um möglichst best nachzuvollziehen, wie es ist, lange zu dritt in einem Fahrzeug unterwegs zu sein. Ob es viel Stress gibt, ob es vielleicht Vorteile hat und was alles unterwegs passieren kann. Dann seid ihr bereit, dort in diese Schrottkiste zu steigen und dort 24 Stunden den totalen Terror zu erleben? Aber sowas von. Wir haben das schon mal ein bisschen vorbereitet. Vom Platz her würde das tatsächlich sehr gut funktionieren. Ich habe ja hier meine ganzen Klamotten drin. Aber das sind viel zu viele. Marc hat seine Klamotten hier. Und Lana hat ihre Klamotten in ihrem Auto. Die brauchen wir jetzt nicht rüberräumen. Ja, und uns hier reinquetschen, würde ich sagen. Macht Spaß. Ich glaube, das wird total k***. Seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Ja. Nee? Auf jeden Fall, das gibt's doch da als erstes. Ja. Ich habe absolut keinen Bock da drauf. Nee? Ich kotze ab. Boah, wie viel Uhr haben wir? Wir haben jetzt 4:15. Okay. 15:45. 15:45. Warte. Nach hier unten. Aber ich glaube in diesen... Nein, haben wir nicht. Oh. Nein! Eine! Alter! Darf ich dir mal kurz angucken? Ne, du kannst sie angucken in meiner Hand. Du willst ja gucken, nicht so. Du willst aber gucken, nicht fühlen. Doch, man muss die fühlen und zu nein, gucken, du ob musst die gut die nicht. Ist, weißt du, weil ja. Manchmal ist es wegen des Säure. Nicht. Es geht schon los. Dass sie total super ist. Ich runde gerne auf, damit halt, ne? Ich habe schon keinen Bock mehr. Hast du dein Auto abgeschlossen? Ja. Sicher? Ja. Habt ihr nicht auch Bock auf Zwiebeln? Ja. Oh, das wird so nach hinten. Ja, aber so nicht. Ich hätte einen ersten Vorschlag. Wollen wir die Karre vielleicht mal umdrehen und uns eine Aussicht holen, anstatt so eine Ruine hier zu sehen? Hallo. Sehr ja? Gerne. Drehen wir um, ne? Ja. Kannst du mal die Gitarre wegräumen? So, ne? Ja, das geht klar. Ja, das ist besser. Das ist echt wie in so einem Boot, ne? Wenn irgendwas runterfällt oder sowas, ist es weg. Ja. Wir haben einen Schuh verloren. Ach, das Auto ist jetzt nicht abgesichert, ne? Wir haben ja nichts an den Reifen dran. Da würde ich sagen, kannst du den Stein da so vor den Reifen werfen? Oder man könnte da lang klettern? Ja, ich hab ihn. Stein weit werfen. Yes, ja, jetzt kann ich auch gut schlafen. Kamera an. Ja. Yeah. Schon Juli. Interesse auf Zwiebeln. Ja, Zwiebeln. Das Wämmchen füllen. Was füllen? Das Wämmchen füllen. Ja. Ja. Sind ja auch zusammen aufs Klo. Ach, übrigens, für die Leute, die das nicht kennen. Toilette, Dings, Spüle, fließend Wasser. Wir haben Strom, laden gerade hier irgend so ein Zeus und sowas. Also wir sind soweit Terrasse. Ganz gut. Genau, das ist unsere Terrasse hier. Wir sind soweit gut ausgestattet. Das einzige Problem ist, ich werde euch den Kopf abreißen wollen irgendwann. Ja, geil. Ja, gleich mal. Ich gehe erstmal nach hinten. Ich kriege ja voll. Aber ich bin doch hier. Ja, aber du kochst doch jetzt. Nein. Ja, dann kochst du, oder was? Wollte ich eigentlich. Ja, ja. Zwiebeln und Eier, bitte. Yeah. Oh, sorry, dass die dich auch gebissen habe schon. Yeah. Wie lange dauert denn das? So, du kannst Karotten schälen. Wenn du dich fragst, wie lange das dauert. Ich bin gerade am Essen. Ja. So. Ein Schneideblatt, bitte. Bitte. Also geil, ich glaube, ich saß noch nie hier oben und habe dann Leuten beim Kochen zugesehen. Das hat man schon mal rausgeguckt. Ja, aus sich das ganz nett hier. Okay.
Huch, da bin ich fast rausgeblumst. Ups, das ist eine Flasche von gestern. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das in 4 Jahren nicht gemacht habe. Das ist ja das mega geil. Ich habe ein Bett direkt hier draußen. Das isotonische Getränk ist runtergefallen, das macht den super ein. Ja. Lana, kannst du mir vorne, da hinter dem Vorhang, da ist irgendwo eine Angel. Kannst du mir die holen? Oh. Wie heißt das Spiel noch? Okay, das klappt so nicht. Kannst du mir in dem geheimen Schubladenfach einen Kabelbinder geben? So. Willst du Flasche angeln? Boah, sehr geile Idee. Okay, weiter habe ich nicht gedacht. So, das ist schon mal der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Ein Faden, der wird sich zuziehen und dann hält die Flasche. Kannst du deine Füße ein bisschen wegpacken? Boah, da hier mein Gesicht. Ich wollte es auch wegpacken. Faden. Sehr schön, danke sehr. Ihr habt da schon eine Gehirte, ich hab da was im Kopf, aber die Umsetzung, ich weiß noch nicht, ob ich das so... Oh yeah. Nice. Oh, oh. Wenn ich gehe mir deine Hand. Hallo Lana. Hallo. Ja. Yay. Ja. Yeah. Was denn? Uff, was auch. Wir haben uns ganz erlebt. Guten Appetit. So, die Lana hat hier vorne den Raum für sich beansprucht. Hallo Lana. Hola. Ist bequem? Ja. Das sieht mega bequem aus. Das ist auch, ich werde richtig schläfrig. Ja, du pennst heute hier, ne? Ja, da muss ja unser Körperodor nicht. Und der Magic Mark hat sich hier hinten hingeflitzt. Wie gesagt, ne, das ist meins. Ich schubst dich gleich einfach. Und ich darf jetzt das Abspülen übernehmen. Ja. Yeah. Es sind ein paar Stunden rum jetzt. Wie fühlt ihr euch? Ja, noch funktioniert es auf jeden Solange Fall. Noch funktioniert es. Ja. Sollen wir zu einer anderen Stelle fahren? Wo willst du denn hin? Da, wo wir noch Stefan gesehen haben das letzte Mal. Stefan ist ein deutscher Vanlifer, der seit 5 Monaten unterwegs war, den wir hier getroffen haben. Meinst du, wir kommen da hin? Ja, ich denke schon. Wäre natürlich doof, wenn wir irgendwo stecken bleiben, dann müssen wir da bleiben, weil wir ja nicht raus können. Okay, dann machen wir das. Sichern wir alles ab hier. Das ist ja nicht mit euch zu ertragen hier. Ja. Und wie ist? Super. Okay, bye. Bye. Oh, sch**. Oh, sch**. 2 Meter. Warte mal, da nicht so schnell. Mann. Nicht so schnell. Was? Was? Komm mal. Weiter. Stopp. Jo, das ist so die Aussicht. Ist schon echt ziemlich geil. Wenn die Sonne da hinten unten untergeht, dann hat man so eine super Schattierung. Bisher ist angenehm, ne? Ja. Super. Hier zu dritt so. Ja. Ist okay, ne? Ja, hier ist wiederum auch einfach interessanter. Hinten habe ich mich zu Tode gelangweilt. Ich habe in Schweden Leute kennengelernt. Das waren Pärchen, die sind zu zweit gefahren. Die waren gar nicht mehr zusammen. Also. In Beziehung, ja, aber der Typ war immer weg oder sie war immer weg. Ja. Die haben es gar nicht mehr zusammen ausgehalten. Man hört auch regelmäßig immer von irgendwelchen Leuten, die sich trennen oder so bei den Beziehungen. In Griechenland dann habe ich Leute kennengelernt, die sagten, dass das wie so eine Prüfung ist. Entweder man wächst noch mehr zusammen. Oder man geht auseinander. Oder man geht sowas von auseinander. Kann ich gut nachvollziehen auf jeden Fall. Ja, also zusammenwachsen, glaube ich, weil die so viele Probleme haben, ne? Und dann damit zusammenwachsen, denke ich. Und das zu gemeinsam lösen werden. Und das gemeinsam oder halt lösen. Auch nicht, weil die ganz unterschiedliche Meinungen sind und dann geht's auseinander. Und dann geht's auseinander. Ja, man sagt ja, du kennst ja mal nicht richtig, dass du mit denen gelebt hast. Ja, genau, so ist es. Stell dir vor, wir würden das jetzt einen Monat machen, Alter. Ich glaube, dann würden wir uns das die Augen aushalten. Sehr viel Reibung, ne? Ja. Ja, und entweder wir werden dann so ein Dream Team oder es wird so hart zerbrechen.
Aber ich sag mal so, ich glaube, das Schlimme und den Fehler, den Leute auch machen, ist dieses ständige Aufeinanderhocken halt. Weil wenn du von Anfang an viel Raum hast und jeder sein eigenes Ding macht und man sich irgendwie nur abends sieht oder so, dann, ja, weißt du, viel mehr Luft ist da, viel mehr Raum, dass jeder auf sich selber auch fokussiert und nicht, weißt du. Ja, für dich ist es auch vorne einfach angenehmer, ne? Mit dieser Trennwand hier. Ja. Also ich weiß nicht warum, aber allein räumliche Trennung gibt mir schon das Gefühl, mehr Raum für mich selber zu haben. Und dann stört mich das, ihr könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Ja, ich glaube, wenn man zu zweit reisen würde, dann würde ich auch irgendwie so eine Trennwand ziehen oder sowas und auf jeden Fall meinen eigenen Miniraum haben, wo ich mit einem Laptop dann sitze und alle Kabel habe oder sowas, wo ich reingehe und dann einfach für mich alleine da bin, komplett verschlossen. Oder auch so Agreements, weißt du, dass man irgendwie sagt, okay, ich krieg morgens eine Stunde und du kriegst irgendwie abends eine Stunde, wo man einfach komplett... Kletterst du gerade aus dem Fenster? Ich würde gerne auf dem Dach sitzen. Du willst auf dem Dach sitzen. Gib mir direkt einen Lappen, da kann sie oben die Dings sauber machen. Ja, wenn sie schon oben ist. Ja, das war gut. Schritt gespart. Aber da wird die Dachlastlader überschritten. Wenn ich keinen Lappen hier oben habe, kann ich auch nicht putzen. Ah. Zieht sie das auseinander? Ja. Ja, so ein Ärger. Pardon. Gib mal die Weintraubenstampfer her. Jetzt komm schon. Oh yeah. Die kleinen Maukis. Komm. Ja, kleine Maukis. Ah, schön. Mit wem bin ich hier gelandet? So, noch ein Wunsch? So, jetzt stinkt das auch nicht mehr so. In der Butze hier. Ja, ein Träumchen immer. Ich wollte sagen, deine Mutter ist so fett. Sie arbeitet im Knast als Frittierfett. Deine Mutter. Wenn ihr mehr von Lanas Musik hören wollt, dann abonniert seinen Kanal. Das wird nicht so deine Muttermusik, ne? Das wird keine deine Muttermusik, nein. Solana the Artist auf YouTube. Viel Spaß. So, also wo ist das Linke? Ein Meter weiter runter. Soll ich deinen Fuß führen? Du musst so tiefer. Das kann ich dir leider auch nicht helfen. Ja. Ich finde, du hast gerade den Boden berührt, eindeutig. Nee. Du bist raus. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Wir erfinden ein neues Spiel. Ich habe noch keinen Namen dafür, aber ich brauche die Dungeon and the Dragons Würfel. Dann brauche ich deinen Tacker. Ganz viel Papier. Und einen Marker. Vielen Dank. Wir können uns gerne einen Namen dafür aussuchen, aber das ist das Boah, Prinzip. Hat einer gemockert? Nein. Möchtest du? Immer der, der zuerst riecht. Also das Prinzip ist Twister, aber halt mit dem Dungeons & Dragons Würfel, weil wir kein Farbrad oder sowas haben und deswegen schreiben wir jetzt die Zahlen hier alle drauf, packen die überall irgendwo in den Van und dann müssen wir würfeln und halt Hand oder Fuß. Ja, so viele Zahlen kann man dann nicht haben, ne? Weil jede Zahl muss mehrmals aufgeschrieben werden. Wenn eine Zahl gewürfelt... Ich weiß nicht, wie Twister funktioniert, ehrlich gesagt. Dann nach der 5 kommt die 6. Ja, sweet. Dankeschön. So, jetzt packen wir die an willkürlich. Jeder kriegt so ein paar. Packst du irgendwo hin, wo du es cool findest, deine Hand oder Fuß drauf zu packen. So wie du für dein Auto zertackern? Nee. Ich habe da so auf mein Design geachtet. Das okay. Ist so wunderschön hier alles. Oh. Bäm! So, was ist dein Lieblingsding hier?
glaube ich nicht. Ich glaube, Estland ist mein Lieblingsding. Okay. Ey! Nein, 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 das geht kaputt. Das war den ganzen Boden voll. Da kommt jemand. Ja. Oh, Polizei. Ehrlich? Ich glaube schon. Ja. Ist nicht dein Ernst. Oh, habla inglés? El coche. Ah, ¿dónde? Ah, vale. Todos los... Se puede pasear, se puede ver. Yeah. Prohibido dormir, prohibido hacer fuego, prohibido aparcar no en fuego, el... Aber du mit deinem Auto dann auch, ne? Ja, ja, klar. Ja, direkt. Okay. Also fahren wir runter. Ja. Otra de Salinas. Mm-hmm. Carchi. Se puede dormir, no se puede dormir. Mm-hmm. Se puede estacionar, no se puede son estacionar. Todo preguntar. Solo, yeah. Solo mm-hmm. La que listo. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, was mit euch? Geht nach hinten, Twister spielen. Ja, das war ein kleiner Schock. Lana ist komplett fertig. Ich bin das auch, wir sind das alle. Wir sind jetzt weitergefahren. Wo sind wir eigentlich? Wie heißt das? Wir sind jetzt hier in Novelda. Der Typ war aber nett, ne? Ja, der war auf jeden Fall. Der hat auch gesehen, dass wir da keinen Müll hinterlassen haben und so. Und deswegen hat er gesagt, okay, fahrt weiter. Ja, machen wir weiter, ne? Aber mit Twister wird das heute nichts mehr. Mit was? Mit Twister. Das ist nicht mehr. Nee. Ich will nur noch essen und pennen. Ich auch. Wie lange sind wir jetzt gefahren? Stunde, ne? Eine Stunde. Ja. Es wird ultra heiß hier. Nee, wir kochen lieber nicht. Ja. Das stimmt schon, das ist echt mega heiß hier. Und eine halbe Zwiebel. Boah, Zwiebel, geil. Weil ich bin nicht mehr dazu fähig, hier irgendwie großartig. Aber ich bin sehr froh, dass ich das mit euch durchstehen durfte. Ne? Ja, ich fühle mich so mehr verbunden mit euch. Ja. Vielleicht ein bisschen im negativen Sinne, aber mehr verbunden. Hauptsache, wir hatten nie Probleme mit Blicken. Ja, hallo. Nie Probleme mit Polizei gehabt, aber Marc da ist direkt, Alter. 10.000 Mal Kontakt haben. Ja, also irgendwie zieh ich die an. Ja, machst du noch nicht mal, du bist einfach nur da. Nee, ich bin nur da, genau. Seitdem Marc dabei ist, haben wir ständig mit Polizei zu tun. Dann hat es angefangen, da warst du 2 Stunden in Spanien. Bumm, kommt einer vorbei. Und dann am nächsten Tag sind wir bei diesem komischen an der Brücke vor der Polizei geflüchtet. Wir hoffen nur, dass das morgen früh nicht noch ein böses Erwachen gibt. Ja. Natürlich gibt es das. Das weißt du ganz genau. Ja. Redest du da? Knock, 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 knock. Hey. Irgendwas auf Spanisch. Okay, kann ich an dir vorbei? Bitte? Es geht den ganzen Tag so. Soll ich kurz dorthin, um die Sachen abzuspielen? Ja, natürlich darfst du da hin. Boah, das nervt ohne Ende, ne? Ja. Oh! Jetzt sag ich schon ein bisschen Sex. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, ihr beiden. Schlaft gut. Warm, ey, die Sonne kommt. Lana, bist du wach? Ihr habt da gepennt? Ja, heute gut. Schön Löffelchen. Es ist so warm, ne? Es ist mega warm. Boah. Wasser. Mehr Wasser. Ja, was ist denn? Ist der Fuß müde oder was? Ja, mhm.
Oh, oh. Also, wenn man das machen würde, dann mit mehreren Personen in einem Fahrzeug, dann Trennwand und die Gänge auf jeden Fall breiter. Das ist ja fürchterlich. Was hast du dir dabei gedacht, Mann? Wobei? Ja, aber so enge Gänge hier reinzubauen. Ja, ich mag das. Ja, wie geht denn das? Also wir würfeln. Gerade Zahlen waren Hand und ungerade Zahlen Fuß. Mhm. 15. Die 15, die habe ich doch gerade schon gesehen. Wo ist die 15? Hier. Ich habe keine Ahnung. Vier. Boah, wo haben wir den überall hingepackt? 2. Was ist denn das der Knöpfe da unten? Die 15 war doch hier. 19. Ist die 4 vielleicht noch nicht? Ach ja, wir wollen 14, 3, 4. Okay, Tobi, schmeiß die 4. Du darfst raus. Du darfst ja aussuchen, wo du ihn packst. Mit der Hand. Ja. 19, hatten wir doch eben. War das nicht hier irgendwo? 19. Boah, Gott sei Dank. 19. Okay. Ja, ich hätte jetzt auch gerne die 19. 15. Da. 15. Fuß. Warte mal, 15 ist ungerade, ist doch Hand. Nee, 15, ungerade ist Fuß. Ja. Okay. Genau. Achso, du bist dran, ne? Schade. 11. Da. Mit dem ungerade, Fuß. Mit dem Fuß. Oh, das wird. Ach, da oben. Oh, ich hab's. Oh nein. 11. Yeah. Ganz normaler Tag. 2. 2. 2 war auch. 2 ist gerade. 2 ist Hand. Da unten. Hand dran. Du bist dran. Nee, du bist ja. Was, wenn wir keine Hände mehr frei haben zum Würfeln? Doch, wir müssen immer eine. 15 habe ich bereits. 15 ist da unten. Ja, okay, dann würfeln. Dann kann ich den wieder runterpacken. Ah ja, eigentlich schon. Ja, Gott sei Dank. Okay. Oh. 4 hat man. 4 haben wir doch gerade gemacht. So. Okay, die haben gut, dass ich so gelenkig bin. 6. 6 habe ich eben noch gesehen. Die ist da unten auf dem Kasten. Was das gerade Zahl Hand. War? Hand. Hand? Also nehme ich jetzt die alte Hand. Hand, ne? Genau, also die 4. Oh. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Ich komme gar nicht dran. 18, oh nein. Hier, 18. Hier, direkt vor dir. Hand, ne? Ja. Okay. Okay. 11. Schon wieder. Zweiter Fuß da drauf. Was soll ich das machen, oder? Warte. Das war deine Idee, glaube ich, ne? Ja. So, das? Okay, geht das? Ich komme an die 4 nicht mehr dran, leider. Ja, reicht, wenn du das Ding einfach nur. Marc, du bist dran. Ja. 1. Ich glaube, das Brett bricht hier gleich durch, dann habe ich ein Problem. Wo ist die 1? Da habe ich mich festhalten. Oh ja, das Brettchen ist nicht ganz so doll. Ich habe hier 1. Mit dem Fuß? Ja, 1 ist da unten gerade. Er muss mit dem Fuß da. Boah. Aber wie mache ich das denn jetzt, Alter? Wow, du Drecks. Da ist sein Fuß. Hör, ein Stückchen höher. Yo, fast höher, ein Stückchen höher. Ja, ich helfe dir, gib mir deinen Fuß. So, jetzt bist du dran. Wow, ist das heiß? Die Lampe. Willst du aufgeben? Nein. 1. Oh, das ist eine sehr ungünstige. Ich mach dir keinen Platz. Das ist eine ungünstige Position. Du bist. Hallo! Aus kinderunfreundlichen Gründen müssen wir dieses Video hier leider unterbrechen. Willst du vorderen Schritt oder hinteren Schritt im Gesicht haben? Ist mir egal. Hauptsache du machst hinne. Nee, ich komme da nicht dran. Okay, das ist. Also, willst du damit sagen, dass du aufgibst? Ich muss aufgeben, ja, ich komme da nicht dran. Guck mal, das sieht ein Gewinner aus. So. Die Robbe hat gewonnen. Geiles Spiel, oder? Was denkt ihr? Ja, Wahnsinn. Alle überhaupt nicht nass geschwitzt. Boah, nee, ja, mach mal auf. Jetzt. Nicht ein bisschen. So, was für einen Preis kriegt Marc? Ja, was kriegst du? Was kriegt er? Ja, weiß ich nicht. Du bist der Game Master, du darfst das entscheiden. Genau. Okay, ein Sch*** kriegst du.
Ja, danke. Nein, ich mein's wirklich, einen feuchten Händedruck. Ja, einen feuchten, zwei. Dann von der anderen Seite auch noch. Kaffee kriegst du. Ja. Oh, das ist doch mal ein Wort. So. Danke. Nur noch zwei Stunden. Nur noch zwei Stunden. Nur noch zwei Stunden. Warte mal kurz. Polizei. Ach, Polizei. Ernst, nicht. Ja, mach zu, genau. Mach zu. Was heißt das? Ein bisschen. Die sagen irgendwas. Kommen die? Ja, die sagen. Que pasa? Stunden. Aber ich glaube, 24 Stunden reichen einfach nicht, um so wirklich Stress aufzubauen. Weißt du, so wie Leute, wenn man jetzt so, stell vor, wir sind 2 Monate unterwegs im selben Fahrzeug, ne? Wäre ja die absolute Hölle. Ja. Ja gut, man kennt sich ja auch jetzt so. Ja, man fliegt schon. Ja, und da ist das vielleicht auch gar nicht so dramatisch in den in der ersten Zeit. Das wird dann erst. Ja, ja, das wird dann später erst richtig krass. Aber so 24 Stunden sind eigentlich spaßig. Klar, nervt das so ein bisschen vorbeizugehen und alles, aber. Ja. Das ist das geringste Problem. Ja. Sag mal, da ist ja auch noch jeder, gibt sich so ein bisschen Mühe, so nicht ganz sein, was sich rauszulassen, weißt du? Dass er halt einfach noch sagt, okay, ich guck. Die anderen sind auch noch da, ich muss noch ein bisschen so Rücksicht auf die nehmen. Ja, genau. Das wird aber dann irgendwann, wenn das dann länger ist, dann denkst du, boah, nee. Ja. Also das bin ich nicht egal. Ja. Weißt du, dann liegst du da schön nackt in der Koje und. Ja, genau. Man geht sich auf den Sack. Genau. Oder man geht aufs Klo. Ja. Ich muss ohne vorher Bescheid zu sagen. Ich muss aufs Klo, Leute. Das habe ich mir schon fast gedacht, als ich es gerade angesprochen habe. Ja. Wünscht mir Glück. Ja, sie, mir Glück. Sie hat den besten Platz. Ja. Ganz vorne. Hier vorne habe ich eine Gasmaske drin, wenn du die willst, ne? Das ist so sperrig, ich habe keine. Schade. Hat ihr denn nicht irgendwas zum Bohren, hör mal? Für Luftlöcher? Oh, Junge. Das ist aber echt nicht angenehm. Ein bisschen Privatsphäre hier, ja? In Griechenland habe ich Pärchen kennengelernt, die haben noch nicht mal eine Trockentrenntoilette oder sowas, noch nicht mal so eine Ventilationsanlage und die sitzen ständig in ihren eigenen Gestank. Ja, aber... Ja, man gewöhnt sich bestimmt irgendwann. Ich wollte gerade ja, sagen, man gewöhnt sich irgendwann. Ja, da musste ich euch kurz vorm Ende noch einen reindrücken, aber so schlimm ist das gar nicht, weil die Toilette hat ja so ein Entlüftungssystem, ne? Bei anderen kannst du dir vorstellen, das wird... Genau, da riecht ja deinen eigenen Dunst eh nicht. Weißt du? Und hier wächst das Moos vor der Nase. Und euer Fazit so? Ja, also letztendlich, ja, 24 Stunden geht schon, aber natürlich Sauerstoff und Hitze ist natürlich auf jeden Fall eine Sache da. Und das Rumreiben, also es ist ein Level. Nein, Rumreiben ist geil. Und da ist mir die Hitze auch egal. Aber alles andere, weiß ich nicht. Das ist wie bei Scrubs, weißt du, wenn man berüppelt so. Mm. Ja, es fehlte noch so das Ärmchen bei Löffelchen, aber ansonsten war schon ganz gut. Sonst fand ich ganz gut. Nein, es wirklich riecht, es wird also richtig heiß hier in dem Ding, das ist nicht so pralle. Ja, wir hatten ja noch Glück, weil wir auf den Bergen erst waren und heute ist jetzt auch nicht. Ja, das ist ein Segen, dass hier die Wolken sind. Aber dann kannst du dir ja vorstellen, wie das sich anfühlt, wenn du jetzt wirklich 32 Grad oder 35 hast und dann. Dauerhaft vor allem. Mhm. Ja. Das ist das Ding. Also 24 Stunden sind jetzt echt auch nicht viel oder sowas. Aber ich glaube, es ist einfach, weil man drin sein muss, dass sich das auch anders anfühlt. Ja. Ja, ich wollte einfach mehr Reibung generieren, weißt du? Dass wir in 24 Stunden vielleicht mehr erfahren können, wenn wir jetzt dauerhaft unterwegs wären, in einem wären, dann könnte jeder ja einfach losgehen und für sich alleine sein und sowas. Ne? Mhm. Das machen die Leute auch ständig, ne? Mhm. Aber ich wollte halt Stress verursachen hier irgendwie. Mhm. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, wie das sein würde dann? Es gab natürlich die ein oder anderen Sachen hier, auch durch, sag ich mal, die Enge, die halt das Fahrzeug leider für 3 Personen bietet. Da ist das ein oder andere war natürlich schon nicht so pralle, aber letztendlich ging es dann für 24 Stunden doch. Ja, ich glaube, am Anfang hat man so eine Spaßphase, wir haben auch Probleme gelöst und so, ne? Aber gleich, wenn ich rausgehen darf, bin ich echt froh. Ja, auch Luft und kannst auch mal so ein bisschen Abstand gewinnen, wenn du mal irgendwie den Kopf frei haben willst.
dass du mal alleine rumspazierst oder was. Na so, das ist natürlich jetzt, das war jetzt natürlich nicht möglich, deswegen musste ich dir alles erzählen, was ich auf dem Herzen hatte. Ja. Es wird alles gegen sie verwendet. Es ist auch schön, diese Terrasse hier vorne sozusagen, weil durch die Vorhänge und alles und man hat nochmal eine andere Sicht. Man fühlt sich echt einfach weit weg von dem Raum hier, wenn man auf der Terrasse sitzt. Das stimmt da vorne. Ne? Terrasse. Ja. Ja. Ja, da hat es natürlich ein bisschen einen gewissen Vorteil uns gegenüber. Okay, ich habe auch Vorteil, weil ich richtig klein bin einfach. Also für mich ist alles, ich könnte da unten wahrscheinlich in der Kiste pennen. Guck mal, hast du noch ein kleines Lichtlein hier? Glaub, kannst du abends was lesen? Hier direkt essen. So. Fressenskiste. Ja, kannst du dir mal das Besteck angeben und so weiter. Ja, genau. Marshmallows bitte. Ja. Dankeschön. wir haben uns immer noch ganz doll lieb. Guten Appetit. Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr aus dem Knast rauskommt? Flüssigseife kaufen. Ich glaube, ich latsche erstmal. Ich erforsche alles hier in der Umgebung. In Windstellen. In Windstellen ist super. Einfach in Windstellen. Irgendwo da, wo es Schatten, Wind, super. Ich habe Bock auf Wasser. Also ich meine, im Wasser liegen irgendwo einfach. Ich glaube, ich werde jeden umarmen, den ich da draußen sehe. So, meine Süßen, ist gleich soweit. Ja. Stellt euch bereit. Ja, wird soweit. Ladies first. Aus dem Gefängnis ausgebrochen. Oh, darf ich auch? Nee, du musst noch länger. Nein, darfst du, klar. Oh. Dim, dim. Ach, oh. Oh, Wind, wo ist der Wind? Als würde man Vögel aus dem Käfig lassen. Boah. Guck mal da. Erstmal will ich mich hier unter den Baum setzen. Meine Süßen, komm her. Dankeschön fürs Mitmachen. Ja, wir haben für dein. Ah, ja, echt? Ja. Ich habe das Gefühl, das war jetzt länger. Ich habe nicht das Gefühl, dass das 24 Stunden wären, sondern irgendwie schon so 3 Tage oder sowas. Ne? Ja, das zieht sich letzte einfach. Zieht sich mega mäßig. Besten Dank auch an euch fürs Zuschauen. Das war ein bisschen chaotisch. Es ist immer schwer, die Kamera dabei zu haben und das dann vernünftig zusammenzuschneiden. Und auch ein herzliches Dankeschön an Andrea für die 5 Euro. Für vernünftiges Schuhwerk, zumindest für die Schuhsenkel. Ja, das geht direkt in die Schuhkasse rein. Ich laufe ja immer mit den Bundeswehr-Geländeschuhen herum. Die haben hier schon seitlich Löcher, seitdem ich in Barcelona da 3 Tage obdachlos rumgerannt bin. Das kommt mir gerade gelegen, weil es so fürchterlich heiß ist und es lüftet dann schöner. Aber ich werde mir dann neue Schuhe holen müssen. Also Dankeschön. Auch ein Dankeschön an Lutz Großhardt für die 10 Euro. Wie immer, liebe Grüße an Sophie. Hallo, danke Max und Lars B. Auch ein super Dankeschön für die Spende. Ich werde demnächst übrigens eine Mitgliedschaft aufmachen. Da könnt ihr dann Mitglied werden. Ich kenne mich damit nicht aus. Die Preise kann ich wahrscheinlich selber festlegen. 5 Euro im Monat oder sowas. Weil wenn ihr mir was gebt, will ich euch einfach was zurückgeben. Da kommen dann Szenen, werden da hochgeladen, die es nicht ins Video gemacht haben, obwohl sie witzig waren oder... Festnahmen oder Interaktion mit der Polizei werde ich dann in voller Länge hochladen. Das wurde öfters nachgefragt. Und einfach einen viel mehr persönlichen Einblick in das Leben hier draußen. So, wir fahren jetzt weiter Richtung Alicante Flughafen, um Marc morgen abzusetzen. Und dann geht's Richtung Marokko, immer die spanische Küste entlang. Wo fahren wir jetzt hin? Haben wir schon ein Ziel? Nur ganz grob. Ein Pink Lake oder sowas. Ja, und dann fahren wir die Küste entlang. Wenn ihr Bock habt, Twister im Auto zu spielen, kommt vorbei. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, hab euch lieb und wir sehen uns unterwegs.